Ja, ich danke euch für das Gespräch. Drücke ihm die Hand. Wir werden voneinander hören. Werden wir. Dann, ja, ich vermute, wir werden uns heute Abend wiedersehen, ne? Und ab heute Abend wird auch Ömer und Rafim mit euer Wohlgeboren angesprochen werden. Na, für zumindest mal 2 Wochen. Übergrenzt. Es wird lustig. Als Reichsritter werdet ihr diesen Titel permanent tragen dürfen. Ach, das ist ein permanenter Titel, dieser Reichs. Oh, das ist ja schick. Na, wenn ich Ihr das werdet richtig Reichsritter? verstanden habe, werden euch Orden verliehen. Für eure Ja, schon mal ein heldenhaften guter Moment Taten. jetzt sein. Ach ja, dieser Wisch. Ja, ich erinnere mich. Ömer wird Ritter. Eine interessante Vorstellung. Endlich mal ein würdiger Ritter. Nicht so wie dieser ganze Rest. Ich kann nicht so gut kämpfen und reiten wie Jalan. Ich glaube, ich muss noch ein paar Dinge lernen, bevor ich mich Ritter nennen darf, persönlich. Den bringen wir euch schon noch bei. Sagt, bevor ihr uns verlasst, eine Frage noch. Ihr gehört zu Ponlingans Leuten, nicht wahr? Was möchtet ihr von mir wissen? Wo ist Hauptmann Angenbruch? Er lässt schöne Grüße ausrichten. Und dann, gehabt euch wohl. Ach so, ich habe noch einen Brief, den ich euch geben soll. Hätte ich fast vergessen. Und damit schmeißt er einmal einen gesiegelten Umschlag auf den Tisch, dreht sich um, nimmt sich noch einen Keks und geht. Nun, greifen wir den Umschlag. Wir sind auf den Siegel drauf. KGIA. Ist das jetzt nur für euch alle oder für uns alle war das? Das habe ich nicht ganz verstanden. Hat er mich angesehen oder hat er Nee, den nee, Raum geschaut? für euch, also für alle Helden. Und dann, wir haben wohl alle den Ring genommen, können wir auch alle den Text lesen. Breche ich das Siegel auf. Meine geschätzten Agenten, ihr diese Akten öffnet, bedeutet, dass ich tot, verschollen oder in die Hände des Feindes geraten bin. Nutzt das gesammelte Wissen, soweit ihr könnt. Zögert nicht, mich aufzugeben oder meinem Leben ein Ende zu setzen, wenn ihr dadurch der Aufgabe für das Reich gerecht werden könnt. Mögen die 12 mit euch sein. 12. Effort, 32 H, Graf Dexter Nemrod, Reichsgroßgeheimrat. Dann ist es also wahr. Immer kann auch einen weiteren Umschlag, beziehungsweise keinen Umschlag, sondern ein weiteres Schreiben rausziehen, wenn er sich den Brief mal ansieht. Falls uns der Name irgendetwas sagt. Hier steht noch einiges. G-Punkt. Selbst weiß sich nach Manier von Herrschern und Magiern zu schützen. Wer ist denn G-Punkt? Wahrscheinlich Galotta. Trotz dreier Versuche gelang es keinem Agenten der KGA, sein Leben zu beenden. Als sicher gilt eine Garde von mehreren Dutzend Hashtag-Team, die als G.S. Leibwächter dienen, als Galottas Leibwächter. Galotta soll sich selbst von Magie bestmöglich gefeit haben. Berichte, wie starke Schutzartefakte an seiner Robe, das an der Robe sind, müssen noch bestätigt werden. Vermutlich werfen sie schädliche Zauberer jedoch auf den Verursacher zurück. Man geht vom Cantus des Invercano aus. Noch ein nächstes Mal. Besitzt nachweislich eine der Perilax-Rüstungen aus Endurium, die ihren Träger fast unverwundbar machen, wurde jedoch noch nie gesehen, dass er sie trug. Solange Galotta bei Bewusstsein und Verstand ist und seine Fähigkeit als Beherrscher am gefährlichsten, sind seine Fähigkeiten als Beherrscher am gefährlichsten. Seine Geistmagie scheint sich nicht mehr an die Beschränkung von Spruchzauberei zu halten. Der Splitter des Agrimod wird von... Hier endet der Brief. Immer guck mal nach, ob noch irgendwo ein Stück Brief rumliegt, der das Ganze hier weiterführt. Der Splitter des AGM wird von... Ist das vielleicht in unsichtbarer Tinte geschrieben? Ah, hier ist der Zettel. Ich habe ihn verlegt. Der Splitter von AGM wird von Galotta vor allem für Konstruktionen und weitläufige Beeinflussung Transsiliens eingesetzt. Zugriff auf die Macht des Splitters zur Demonstration oder Bestrafung nur sporadisch. Schutzmöglichkeiten eines Splitterträgers weiterhin unklar. Dreimalige Sichtung eines Golems aus Endurium bei Galotta, Fähigkeiten fragwürdig. Es gibt also einen Golem aus Endurium. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Die Letztlich Frage ist. ist ein Hammer aus Holz. Und der war schon übel genug. Na, bei Eisengolems habe ich mir sagen lassen, ist selbst das Problem, dass Eisenwaffen schnell splittern.
Und bei, könnte ich mir vorstellen, dass bei Endurium selbst Endurium-Waffen anfangen könnten zu splittern. Aber zumindest Eisenwaffen erst recht. Wie kämpft man denn wohl gegen einen Durian-Golem? Gar nicht, denke ich. Man bittet den Herrn Poyers, dass er seinen schmetternden Bahnstrahl vom Himmel schickt und ihn zerschlägt, denn mehr Möglichkeiten hat man nicht. Tiefes Loch graben und ihn reinstoßen. Und dann zugraben. Ja. Wartet mal, was steht denn hier? Vergiftungsprotokoll GAL. Aber mir, was sind das denn für komische Buchstaben? Egal. Gareth, dritter Boron, 10. Hall. Befürchtungen haben sich bestätigt. Galotta als Reichsverräter enttarnt. Möglicherweise auf der Flucht. Nachdem ich den ersten Hofmagus Gaius Covadus Eslams Galotta schon vor Jahren als riskant eingestuft habe, eine Entfernung aus dem Amt wegen SAMs Sturheit jedoch nicht möglich war, ließ ich ihn vergiften. Er nahm die erste Komponente des tödlichen Gifts Bissadariels Angesicht? Was ist das denn für Zeug? Auf Basis des Venums der Boronsotter erfolgreich mit einer Mahlzeit ein. Jeder Teil des zweiten Komponentengiftes ist nicht für sich zu erkennen und ungefährlich, lagert sich aber auf Jahrzehnte im Körper an. Wird irgendwann der zweite Teil des Entnahmegifts ampliziert, beginnen wenige Augenbrüche zu Lähmung, Herzstillstand und zum Tode zu führen. Mann, der Typ ist ja echt hart drauf. Wer ist das? Muss man diesen Nemrod kennen? Nicht Nemrod. Mehr, richtig. Ja, von dem sind doch die Briefe, oder nicht? Ja. Er hatte früher die Leitung inne der Organisation, von der unser Bekannter Anselm von Werheim kam. Also, was stand in diesem Vergiftungsprotokoll? Galotta heißt vergiftet? Ja, schon seit Jahrzehnten hat er das wohl geplant. Ein zweites Komponentengift. Ich weiß aber nicht, was ist denn Bissadariels Angesicht? Warten Sie mal. Ich zeig dir mal den hier. Brief. Ich kann das nicht in Delphi. Bissadariels Angesicht? Bissadariel! Ach, mein. Noch nie davon gehört. Ich schaue mal dolle drauf. Das hilft auch. Bissadariels. Also. Hier ist noch eine Notiz. Leonardo wird an Geist und Körper gezwungen, dem Heptarchen von Yol'Gurmak zu dienen. Die Zerstörung der Prinzessin Emabrücke durch Flugdämonen im Jahr 28 Hall ist wohl darauf zurückzuführen, dass sich Leonardo zumindest einmal verweigert hat. Die Brücke hatte er selbst konstruiert. Angeblich gehen dem Konstrukteur seine Werke über alles. Er kämpft im Geheimen gegen seinen Zwang und die mörderische Verwendung seiner Erfindungen. Der von ihm gebaute Kriegswagen der stählernen Schildkröte aus der dritten Dämonenschlacht wies absichtliche Selbstzerstörung auf. Also jegliche Konstrukte könnten dann irgendwelche Schwachstellen haben. Die mit Absicht eingebaut wurden. Man muss sie nur finden. Kommen wir zu dem Protokoll zurück. Also Galotta ist vergiftet. Aber er ist nicht wirklich vergiftet, sondern erst wenn er den zweiten Teil des Giftes einnimmt? Wenn er ich glaube, das ist etwas anderes, was er einnehmen muss, was dann ein Gift ist, was ihn dann tötet. Die Frage ist nur, was? Das Gift hat zwei Teile, aber eines hat er schon in sich. Und wo bekommen wir das zweite her? Was ist das zweite? Das ist das Wichtigste. Ich sag's doch hier, Bistariels Angesicht. Ich dachte, das wäre das erste Gift. Ja, richtig. Ich denke, das beide. Er nahm die erste Komponente des tödlichen Giftes Bistariels Angesicht erfolgreich mit einer Mahlzeit ein. Und ich denke, damit ist die erste Komponente von dem Gift, das Bistariels Angesicht heißt, gemeint. Welches aus zwei Komponenten besteht? Richtig, also gibt es irgendwo eine zweite Komponente. Es könnte natürlich auch sein, dass die erste Komponente Bistariels Angesicht ist. Sprich, wie Lampenöl, dem noch ein Zündholz fehlt. So, wo kriegen wir das her? Ich meine, wir können schlecht Nemrod fragen. Und wie kriegen wir den Typen dazu, das zu nehmen? Ist doch viel eher das Problem. Also Gift zu besorgen ist doch jetzt nicht so schwierig, aber der nimmt das doch nicht. Und vielleicht könnte man... Vielleicht ist es kein Einnahmegift. Vielleicht ist es kein Gift und deswegen, selbst wenn er... einen Zauber drauf spricht, um das zu entgiften, weil es kein richtiges Gift ist, wird das nicht wirken, weil es einfach ungiftig ist. Wenn er es nimmt, dann verbindet sich das ganze Zeug erst in seinem Körper zu einem Gift. Vielleicht könnte man auch seinen Hochmut ansprechen und ihn davon überzeugen, dass es giftig ist und er wird es dann magisch neutralisieren und so beweisen, dass er es kann. Sobald er es dann zu sich nimmt, der Hum oder so. Ja, wenn wir so nah vor ihm sitzen, könnte auch sein, dass er uns dann mit Magie beherrscht und sagt, dass wir das essen sollen. Und dann ist es ja egal, denn wir haben hier die erste Komponente nicht in uns.
Ja, das stimmt wohl. Ob es wohl zuzuführen sein könnte mit einem Pfeil? Dann müsste man erstmal diese undurchdringliche Endurium-Rüstung durchdringen können. Glaubt ihr, Galotta trägt Helm? Ob wir wohl Pfeilspitzen aus etwas härterem als Endurium bekommen können? Was gibt denn härteres als Endurium? Nur Titanium. Was ist das? Ein magisches Metall. Extrem selten. Also, wenn ihr denkt, Endurium ist selten, dann, Titanium ist ein wesentlich schwieriger zu beschaffen als Endurium. Ich denke, auf ganz Dere gibt es vielleicht ein paar Unzen. Wir werden also keine Pfeilspitze aus diesem Titanium machen. Erst einmal müssen wir herausfinden, woraus diese Komponenten bestehen. Vielleicht kann die Boron-Kirche uns da weiterhelfen. Immerhin heißt es Bisteriels Angesicht. Und das ist auf der Basis des Venenums der Boron-Sorte. Das klingt alanfanisch für mich. Also vielleicht kennt ihr die Sinnekirche auch. Oder... durch Palligan? Er ist ja schließlich Alanfaner. Ach, der Langenbruch. Er wird wohl bei der Herstellung irgendwie involviert gewesen sein. Und wenn er nur davon wusste. Vielleicht hat der Angbruch oder so, vielleicht hat niemand eingeweiht da drin, außer in diesem einen Brief, den er extra geschrieben hat, damit niemand einen Galotz hat, der zu dem Tag Hofmagier ist und wo er vielleicht nur persönliche Bedenken hatte, den vergiften könnte. Aber vielleicht gibt es ja in seinem Haus oder so etwas einen Hinweis, vielleicht können wir sein Haus einmal sehen. Vielleicht gibt es dort etwas, was irgendwie mit Borons Otter oder jetzt hier Bestarels Angesicht irgendwie in einem Klang steht. Vielleicht ist Bestarels Angesicht ja auch einfach nur ein Drink aus einer Taverne. Oder es vielleicht finden sich in der Zentralregistratur Hinweise. Ich meine, die ist seit geraumer Zeit geschlossen. Vielleicht ist das die zweite Komponente gar kein Gift, sondern ein ganz, ganz gewöhnlicher Apfel oder etwas ähnliches. Er wird es wohl kaum darauf hinauslaufen lassen, dass Galotta sich versehentlich selbst vergiftet, weil er ein Apfel ist. Nun, ich rede nicht von als Beispiel nur. Es kann ja auch etwas exotisch sein. Ein Stück Tinte, was auch immer. Tinte, Magier, Vergiftungswahrscheinlichkeit eher höher. Wie gesagt, das sind nur Beispiele. Es muss nicht unbedingt ein Gift sein. Die zweite Komponente, nicht wahr? Und wir müssen herausfinden, was sie ist. Genau. Chiara, sie hatte noch etwas. Ja, ich habe auch noch einen Brief hier. Scheinbar ein Auszug aus dem Galotta-Dossier ist das KGA von Travine von Beckstein. Datiert 4022. Nicht zu unterschätzen ist die Macht des Protokolls an Galottas Hof, denn sie zeigt deutlich, dass der Sinde den Zauberer schon lange verlassen hat. Die Erwähnung solcher Namen wie Hal oder Nahema ist ebenso fluchwürdiges Verbrechen wie die Nennung der Namen der Zwölfe, wohingegen das kahle, rote Haupt, das schon lange wohl zu seinem persönlichen Dämonenmal geworden ist, sich langsam zum Reichsinsignium wandelt. Boten, die Nachrichten oder Gerüchte über Hal oder Nahema bringen können, wenn sie nicht versuchen, den Kaiser zu belügen, mit hoher Entlohnung rechnen, ebenso wie Repräsentanten fremder Reiche, die ihm eine heiratswillige Dame von Stand präsentieren können, damit das Haus Cordovan fortleben kann. Haus Cordovan. Es scheint, Galotta ist Adliger. Und selbstverständlich. Moment. Nun, er hat sich selbst natürlich zum sogenannten Dämonenkaiser erhoben. Aber was das wert ist, wissen wir alle. Vielleicht war er schon vorher ein Adliger. Er ist Magier. Sind nicht die meisten Magier adlig im Mittelreich? Nicht unbedingt. Nein. Haus Cordovan klingt nach einem Adelsgeschlecht, wenn ihr mich fragt. Es gibt kein Haus Cordovan im Mittelreich. Heißt denn Galotta nicht irgendwie Cordovan mit Nachnamen? Gaius Cordovan, Esnam Galotta. Ah, sein mittlerer Name, entschuldigt, ja. Auswuchs seines Größenwahns vermittelt.
bedeckt doch nicht, dass er Erben hat, oder? Also echte Erben. Das wäre nicht zu wünschen. Das wäre aber auch ein Gag zu denken. Galotta. Ein Erbe Galottas. Ihr wart doch in diesem schwarzen Palast. Rannten da irgendwelche Kinder rum, wie ähnlich wie er aussahen? Die waren relativ schwer von den Gnomen zu unterscheiden. Gräumen. Jemand anderes als Janan? Guck mal, empört. Also ich habe das jetzt nicht so gesehen, aber vielleicht hat Janan auch alles einfach umgebaut, was außer wegen Gnomen. Ich meine mich nicht an ein Kind zu erinnern. Selbst wenn, dann bringen wir das halt auch um. Ihr wollt Kinder töten? Naja, wenn das sein Kind ist und wenn dein Kind zu dem wird, was er ist, dann ja. Ach Blödsinn, als ob dieses Kind irgendeinen Rechtsanspruch hätte. Man könnte ein solches Kind auch einfach nach Gilas Kram verfrachten, den nie erzählen, wer sein Vater war. Finde ich auch gut. Ansonsten, auf den Plantagen ist immer was frei. Ja, und ihr sagt doch mittlerweile nur noch mit der Absicht, um mich auf die Palme zu bringen, oder? Ihr merkt das. Schade. Ich überlege gerade, wenn man dieses Gift herstellen will, braucht man sicherlich einen fähigen Alchemisten, nicht wahr? Sicherlich. Aber wie stehen die Wahrscheinlichkeiten, dass Galotta den Alchemisten danach hat umbringen lassen, nachdem er das Gift gefertigt hat? Ich meine, Nemrod. Ich habe Gerüchte gehört. Ich habe das bis jetzt vergessen, aber ich habe davon gehört, dass ein gewisser Nemrod, der mir bis dahin nichts gesagt hat, tatsächlich einen Alchemisten angeklagt hat, wegen Verstoß gegen den Wilhelmer Insekt und Götterlästerung. Klingt nach etwas, das er tun würde. Dieser Alchemist hieß, wenn ich mich nicht irre, Tyros Prahe. Wisst ihr auch, was aus ihm wurde? Das nicht, aber mit seinem Namen könnten wir es vielleicht herausfinden. Ja. Das sollten wir tun. Er kann uns vielleicht sagen, was der zweite Teil von Bestarils Angesicht ist. Vermutlich, denn ich gehe davon aus, dass er es erschaffen hat. Wo wurde er denn angeklagt? Hier in Garrett? Wenn ich mich nicht irre, ja. Wenn wir uns wohl Einblick in die Gerichtsakten verschaffen müssen. Und, okay. Meine Herrschaften? Wir könnten mal örtliche Alchemisten befragen, nicht wahr? Zu diesem Rezept. Zu diesem. Ob sie diese Rezeptur kennen. Wenn Nemrod so weit gegangen ist, den Alchemisten, der es gemacht hat, anklagen zu lassen, wird es wohl nicht allgemein bekannt sein. Ich denke, wir sollten diesen einen Alchemisten ausfindig machen und ihn ausquetschen. Und hoffen wir, dass er in Garad weilt. Oder zufälligerweise in Darpatien. Das wäre ein Glück. Nun, auch zum Gericht. Denkt daran, wir müssen uns immer noch um die ganzen Tobria-Sachen kümmern. Wann wollt ihr das denn machen? Nun gut, einer von uns geht zum Gericht und der Rest kümmert sich um Nahrungsmittel. Oder ein paar gehen zum Gericht und... Wann wollen wir überhaupt aufbrechen? Können wir nicht irgendwie einen Rechtsgelehrten und ihm ein paar Münzen in die Hand drücken? Die laufen noch hier in der Stadt rum und dann soll der uns die Gerichtsakten besorgen, wenn er hier in der Stadt war, von diesem Tyros Prahe. Das machen die doch. Und dann lass uns einfach die Akten bringen. Ginge natürlich auch. Hatten wir nicht diesen anderen Rechtsgelehrten auf deinem Feiern dabei? Wie hieß der noch gleich? Aber Miri hat ihn eingeladen. Lasst mich überlegen. Von Erkenstein. Genau, Brigon von Erkenstein. Nun, der könnte uns doch sicherlich aushelfen, wenn wir uns entsprechend erkenntlich zeigen. Nun, hier gehört der Weißen Gilde an. Vielleicht sollte er... Ich sage nicht, dass er sie stehlen soll. Vielleicht sollte Isarun ihn vielleicht bitten. Ich habe gewisse Schwierigkeiten momentan mit der Weißen Gilde. Mit dem Recht? Ja. Mit der Weißen Gilde. Ich werde das übernehmen. Gut. Karinor und Abimi, ihr seid doch beide so. Ich will nicht Krämerseelen sagen, aber ihr kennt euch damit etwas mehr aus. Könnt ihr euch darum kümmern, dass wir Nahrungsmittel für die Tombria kriegen? Ihr wisst schon bei diesem Speichermeister. Ich denke schon. Das sollte machbar sein. Und lasst euch nicht über den Tisch ziehen. Ich? Ich bin ein Händler vom Herrn. Ihr wisst doch noch schon, das fehlt unten im Stall, nicht wahr? Lächerlich. Ja, dann. Wir haben auch die Rechten des Seelanders gesehen. Irma, willst du vielleicht mitgehen?
Ja, kann ich gerne machen. Mit so einfachen Dingen wie Nahrungsmittel kenne ich mich auch noch weiter aus. Gut. Dann aber wenn wir... Mal, wenn sie so geneigt ist, der Magistra Spruch ist, dann will ich Gesellschaft leisten. Vielleicht bringt ein Bandstrahler unseren Mann etwas eher zum Reden. Lasst euch nicht von eurem Minnefräulein sehen. Mit der werde ich sowieso noch erklären müssen, dass ich die Stadt alsbald schon verlassen werden müsse. In Reichsangelegenheiten? Wegen Reichsangelegenheiten, ganz genau. Brechen wir dann jetzt in 2 Tagen auf, oder wie sehe ich das? Wir brechen auf, sobald die Tobria, die wir rekrutieren können, abreisen bereit sind. Also irgendwann in 1 bis 3 Tagen, denke ich. Okay. Rafim, wollt ihr vielleicht in Erfahrung bringen beim Chortempel, wie es dort mit den Söldnern aussieht? Also ob sie auch in Richtung Wehrheim ziehen oder ob wir sie eventuell als Bedeckung bekommen könnten? Wir könnten vielleicht auch 1 oder 2 Chorgewalte brauchen, die Tobria, die wir dann mitnehmen, ein wenig in Form halten oder bringen. Denkt dran, Chorgewalte sind teuer. Wie viel Geld wollen wir denn jetzt ausgeben für das Essen? Denn im Endeffekt wollen wir die Schulden von euch, Herr Greifenmund, wollt ihr direkt zurückbezahlen oder wollt ihr das später zurückbezahlen? Und ja, wir benutzen es mehr für diese Sache hier. Im allergrößten Notfall haben wir 1 Jahr Zeit, um die Schulden zurückzuzahlen. Außerdem ist nur das Konto in Kuntion belastet. Das ist nicht so wichtig. Ja, wir haben etwa 600 Goldstücke Gewinn gemacht. Das sollte eigentlich reichen für die Tobria, meint ihr nicht auch? Naja, ich zähle 500, wenn wir doch 1300 geliehen haben und 1800 bekommen haben. Nun, wir haben allerdings auch schon vorher 180 von seiner... Das stimmt, dann sind wir sogar bei 680 mindestens dabei, genau. ...von seiner Hoheit Agrobald bekommen. Also, wenn wir können gerne Chorgeweihte mitnehmen, aber ich würde euch wirklich empfehlen, einfach erfahrene Söldner mitzunehmen. Preislich ist das viel besser. Vermutlich, ihr könnt euch da eher aus. Schaut, was ihr kriegen könnt. Okay. Und haltet Maß, nicht wieder 200. Und sie werden wohl auch weiter. Dann sagt doch, wie viele Söldner wir kaufen sollen. Wie viel, vor allen Dingen für wie lange? Das ist eine schwierige Frage. Ein Banner für 2-3 Wochen? Sagen wir 1 Monat, um auf der sicheren Seite zu sein. Ein Banner? Was kostet denn ein Banner? Es ist eine eher leichte Arbeit. Wir erwarten keine Kampfhandlungen. Von daher können wir uns diese Art von Prämie schon mal sparen. Wobei, vielleicht versprecht ihr ein paar Kampfhandlungen und ein wenig Glorie. Vielleicht begleitet euch dann ein Chorgeweihter umsonst. Ich meine, sagen wir 2 Silbertaler für den Mann, 50 Mann, 4 Wochen, 280 Dukaten. Ja, denkt aber daran, wenn wir die dann da haben, wollt ihr die dann nicht für die Schlacht gleich verwenden? Naja, vor allem wollen wir sie dafür verwenden, um Räuberbanden zu jagen. Wenn wir irgendwo hören, dass Räuberbanden geben könnte, schicken wir die direkt dahin. Dafür würde ich gerne so ziemlich jeden Grenzreiter von hier bis Donnerbach rekrutieren. Ja, die werden wir aber zwangsrekrutieren und nicht anheuern müssen. Dann können wir die hier nicht zwangsrekrutieren, die müssen wir dann vor Ort in der Nähe von Wehrheim, in der Nähe von der Reichsstraße zwangsrekrutieren. Das wird auch besser sein, denn da gibt es Grenzreiter, die sich auskennen. Ja. Ja, wir können ja vor allem die Grenzreiter, die es schon grundsätzlich gibt, eben für unsere Aufgaben einspannen. Wir sollten einen Botschafter vorausschicken, der bereits den Befehl gibt, dass alle Grenzreiter sich sammeln sollen für unsere Ankunft. Die Grenzreiter stehen doch Adelige, oder nicht? Das heißt, wir könnten doch eigentlich theoretisch was über die Adligen machen. Richtig. Also, wenn wir die Adligen auf unsere Seite ziehen, meine ich. Zergreifenmund, nee, Entschuldigung, Grabenmund meine ich. Der ist doch noch hier. Wir können ihn doch jetzt schon fragen, oder nicht? Stimmt, wir könnten Bornheim eine Botschaft mitgeben. Der ist doch wichtig. Sein Sohn ist ein Answin, sein Vater war ein Answin oder sowas. Irgendwo. Wäre sicherlich auch höflich, wenn wir über ihn dann auch Answin und der Familie Rabenmund unser Kommen schon einmal ankündigen. Das könnte durchaus dafür sorgen, dass die Rabenmunds uns sehr wohlwollend gegenüberstehen. Das ist wahrscheinlich das Beste, was wir tun können. Denn die sind ja mächtig. Ich wette meinen Hintern darauf, dass sie ihre Burg trotzdem nicht aufgeben werden. Sie müssen sie ja nicht aufgeben, nur zeitweise evakuieren. Selbst wenn wir das nicht tun, können wir sie dazu nicht zwingen. Oder wir sollten sie vielleicht nicht dazu zwingen, dass man die damit nicht können. Wir sollten auf keinen Fall, wir brauchen sie. Ehrlich gesagt würde ich das gar nicht erst vorschlagen, sondern stattdessen vorschlagen, dass ihre Burg als Zufluchtsort genutzt wird. Das wäre doch sehr Travien gefällig. Ja, vor allem wenn sie sie halten, dann könnten da sicherlich sehr viele Flüchtlinge unterkommen. Wenn dieser eine längere Zeit spricht und wir wirklich in 3 Wochen später wieder an der Trollmauer stehen. Dazu lassen sie sich bestimmt bereitschlagen. Okay, ich besorge einen Banner.
Aber das 2 Silber kostet, kann ich aber nicht versprechen. Das ist ja immer eine Reise. Ja, du musst die für 2 Silberstück kaufen, ansonsten können wir sie nicht lang genug bezahlen. Das ist einfach Faktum. Wenn du sie für mehr nicht kriegst, dann kriegen wir halt keine. Ja. Okay. Also wenn die 3 Silber kosten, musst du eben sozusagen jetzt ein Drittel weniger Söldner anhauen. Merkst, Rafim rechnet mit seinen Fingern. Möchte jemand, der rechnen kann, mitgehen? 5, 7. Bitte. 9. 37. Ja. Ich glaube, ich gehe mit. Wie wäre es, wenn wir eine große Runde drehen, Herr Karinor? Also ja, über den Kort, genau, dann könnt über ihr den Namensplatz. Dann könnt ihr die Herolde noch gleich mit einsammeln. Ja. Dann schreiben wir die Herolde, die wir brauchen. Wie viele Herolde sollen wir mitnehmen? Irgendwie 5 Stück? Ja, reicht. Oder 3? Sie werden noch dafür zuständig sein, wahrscheinlich in die meisten kleineren Weiler abseits des Weges zu reiten. Aber dann sind 3 ganz schön wenig, oder nicht? Deswegen frage ich ja, ich weiß es nicht. Also, ich meine, die sind doch keine ausgebildeten Reiter, oder nicht? Bin ich jetzt bescheuert? Das sind doch irgendwelche Leute, die laufen durch die Stadt und brüllen. Keine Ahnung, bei Müller, es gibt heute frischen Fisch besonders günstig, oder nicht? Ein Herold, der gewöhnlich seinem Herrn auf der Reise folgen muss, sollte man von ihm erwarten, dass er Rudimente reiten kann. Na, es geht ja auch, genau. Also, ich denke auch, dass wir gucken müssen, nicht den Marktschreier zu nehmen, sondern Herolde. Die werden etwas mehr Geld nehmen, aber die werden grundsätzlich im Sattel so sitzfest sein, dass sie sich jetzt hier keinen Wolf laufen. Und wer es nicht ist, wird festgebunden. Naja, wir müssen das einfach als Voraussetzung machen. Wer jetzt hier mitkommen will, der muss das einfach können. Sehr gut, dann lasst uns losgehen. Wir verschwenden zu viel Zeit.